Die in den rot-schwarzen Dressen spielenden Pichler beginnen von rechts nach links. Eckball durch Husbeck und Pleiner trägt seine erste Möglichkeit zu hoch an. Torchancen sind in der ersten Hälfte Mangelware. Hier geht Perndorfer bei den Everdingern einen weiten Weg. Kronlachner ist auf dem Posten. Die Seiten werden bei einem mageren 0:0 gewechselt. Umso tatkräftiger beginnt dann die zweite Halbzeit. Herbert Perndorfer verwertet diese schöne Hereingabe zum 0:1. Aus der Drehung schießt Perndorfer ein. Das Ganze passiert in der 49. Minute. Nach einer Stunde nimmt Ali Husbeck einen Doppeltausch vor. Aber so recht will der Motor der Gastgeber immer noch nicht anspringen. Everding macht das Spiel. Eckersberger übernimmt eine weite Flanke, legt ideal auf für Perndorfer und es steht bereits 0:2. In Minute 67 trifft Perndorfer zum zweiten Mal und er bedankt sich auch für die Auflage. Die Pichler Hintermannschaft kommt nicht zur Ruhe, besonders Perndorfer wirbelt die Abwehrreihen gehörig durcheinander. Regetz vergibt aus kürzester Distanz. Nach langer Zeit machen die Hausherren wieder von sich reden. Der eingewechselte Achberger fasst sich ein Herz, aber Samhaber hält. Eckersberger startet wieder von der Mittelauflage, muss alleine gehen, überspielt Kronlachner und setzt den Ball ins linke Kreuzeck. Zehn Minuten vor dem Ende scheint alles entschieden. Doch im Fußball ist alles möglich. Eckball, ausgeführt von Achberger. Der Kopfball geht zunächst an die Latte. Höretz-Eder staubt ab und verkürzt auf 1:3. Die Pichler wachen nun plötzlich auf und der Treffer gibt ihnen doch noch Hoffnung. Die Tore fallen jetzt im Minutentakt. René Söllinger ist zur Stelle und der neue Spielstand lautet 2:3. Da gibt es auch Gratulationen vom Trainer. Viel Zeit bleibt dem SV Entholzer Pichl nun nicht mehr, aber sie versuchen wirklich alles. Freistoß durch Eichinger, Daniel Kraxberger hechtet in den Ball und wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff ist der Ausgleich, an den wohl niemand mehr geglaubt hätte, Wirklichkeit. Der SV Entholzer Pichl holt mit diesem 3:3 einen wichtigen Punkt gegen UFC Everding. Es war heute ein kurioses Spiel, aber ein wichtiger Punkt. Was war denn die ersten 80 Minuten los? Ja, ich meine, die Mannschaft hat ein wenig geschlafen. Ja, unsicher, nicht so spritzig, aber dann, nach dem 1:3, ist dann losgegangen. Dann sind wir da munter geworden. Du hast einen perfekten Einstand geliefert, das war schon zwar schon das zweite Spiel, aber gleich ein Tor. Wie hast du das gesehen? Ich habe vor dem Spiel schon gesagt, dass er da durchschießt. Und zum Glück ist es mir aufgegangen.